So, weiter geht es mit Fußballmanager. Gebt euer Bestes, kämpft um jeden Ball. Ja, wir spielen natürlich mit einer Ersatzelf. Ist ja ganz klar. Schiedsrichter Christoph Marschner pfeift an. Köln, erste Minute, war schon die erste Chance für Kevin Uth, aber der kann den Kopfball nicht richtig drücken. Dadurch geht der Ball über die Latte. Aber schon die erste Aktion vom Nachwuchsspieler aus der zweiten Mannschaft. Das klingt auch eigentlich bisher ganz vielversprechend, der Beginn. Jetzt gerade eben ein bisschen ruhig, da kommt Saarbrücken das erste Mal. Eieiei, größere Chance. Oh, Glück für den ersten FC Köln. Aber klasse Parade von unserem Keeper Varvodic. Jetzt Köln, 11. Minute. Das wird eine größere Chance. Schade. Ecke von links, aber Kola kann sich durchsetzen, der Linksverteidiger gegen Sereno. Jetzt wieder Saarbrücken, 12. Minute. Nix. Schlechter Eckball. Den pflückt unser Keeper runter. Wieder Saarbrücken. Aber war dann auch nichts Gefährliches dabei. Jetzt Köln, 21 Minuten. Vielleicht jetzt mal die Führung. Das wäre doch so schön. Nee. Clemens versucht es mit einem Heber, aber der Ball ist 2-3 Meter zu hoch angesetzt und geht damit über das Tor. 0-0, 22 Minuten gleich nochmal Köln. Boah, eine scharfe Hereingabe von Lanich. Aber der Verteidiger Forkel von Saarbrücken stört Clemens noch entscheidend. Damit der Ball wieder nicht drin. Jetzt wieder Saarbrücken, wieder mit einer Kontergelegenheit. Aber der Mittelfeldspieler verzieht vollkommen. Köln, 29 Minuten, Tor, jawohl, 1-0 durch Adam Matuschek. Das kam jetzt recht überraschend. Schi läuft auf links durchs Mittelfeld, passt nach innen zu Matuschek, der wird nicht angegriffen, zieht aus 21 Meter ab und der Ball schlägt hinter dem Keeper ein, beziehungsweise ging anscheinend durch die Beine, krasser Torwartfehler. Roschi mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Sollte mal erwähnt werden, 35. Minute wieder Köln. Diesmal aber kein Treffer. In 37. Minute nochmal Köln. Nichts, wieder nichts. André Zino zieht anscheinend mal drauf. Keeper pariert. Clemens im Nachschuss, aber den hat er verhauen. Nachspielzeit, eine Minute hier im Testspiel. Und das war's dann auch mit der ersten Halbzeit. Ansprache, Clemens, bisschen motivieren, da geht ein bisschen mehr. Roschi, loben. Oh, es ist ihm egal. Matuschek, loben. Preschko, loben. Und den Keeper auch, sehr, sehr schöne Leistung, können wir auch mal loben. Also viele positiven Ansprachen, positive Bemerkungen in der ersten Halbzeit. Eine Halbzeitansprache von mir. So kann es auch mal weitergehen. Weiter so, Jungs. Sage ich jetzt auch gleich mal. Direkt aufs Spielfeld. 57. Chance für Köln. Nee. Ball flach nach innen. Aber der Keeper kommt raus und kommt vor Clemens an den Ball. So, Saarbrücken wechselt in der 64. Minute. Und noch einmal hinterher.
würde sagen, wollen wir wechseln? Ich würde bloß teils wechseln, jetzt nicht alle. Laufen sich mal die ersten ganz schnell warm, kurz warm sprinten hier. Jetzt kommt erstmal Saarbrücken. Der Ball ging aber deutlich am Tor vorbei. Oh, gefährliche Freistoßchance in Saarbrücken. Torentfernung 20 Meter Freistoß für uns. Wer wird den ausführen? Marquino legt sie im Ball zurecht. Ich hab Husten. Schade. Der Keeper von Saarbrücken hält den Ball von Marquino. War anscheinend ein schöner Freistoß, so ich würde es gerne auch wechseln. Jemal kommt rein für André Zino. Sascha Rita kommt. Für wen würde ich den bringen? Hab ich wieder vergessen. Ins zentrale Mittelfeld, genauso war das für Lanig. Ja, ja, Lo kommt rein für Chihi und Pezzoni kommt rein für Matu. Schick. So. Saarbrücken wechselt aber schneller als wir. Ja komm, zeig's an. André Zino raus, Jemal rein. Dass diese Anzeigen immer so lange dauern. Obwohl, ich habe auch auf langsam gestellt. Ski raus, Rita rein, damit es etwas länger dauert. Dann habe ich auch mehr Ruhe, dann kann ich mich besser darauf konzentrieren. Ich glaube, die restlichen Testspiele werde ich dann simulieren, also sofort berechnen und mal schauen. Matu schick raus, Pezzoni rein. Das dürfte es doch gewesen sein, ne? Vielleicht können wir jetzt nochmal einen Angriff starten hier und das 2-0 machen. Auch mal 1-0 finde ich ist hier ein bisschen wenig. Noch 10 Minuten Zeit. Jetzt war erstmal Saarbrücken mit einer Chance. Boah, aber der Stürmer fliegt am Kopfball vorbei. Fliegt am Ball vorbei. Nachspielzeit 1 Minute, also das ist hier glaube ich durch. Genau so ist es. Schlusspfiff, Köln gewinnt auch das zweite Testspiel. Diesmal nur mit 1-0, aber wir haben trotzdem eine gute Kölner Leistung gesehen. Darauf lässt sich glaube ich auch aufbauen. Gutes Ergebnis haben wir wieder hingelegt. So, ja, wird weiterhin verhandelt mit Zidane. Wie lange willst du denn unterschreiben? Erzähl doch jetzt mal. Mach mal einen Vorschlag. Ich finde sogar seinen Vorschlag lächerlich. Ist auch mal was. Verhandeln wir weiter. Das wird sie anscheinend noch ein bisschen hinziehen. Mit sie dann, der sträubt sich da so ein bisschen. Höchster Formanstieg bei Marquino, der Verteidiger. Angebot für Zidane abgelehnt. Ja, da haben wohl... Wollte Zidane einfach zu viel haben.
Das konnten wir natürlich ihm nicht bieten. Das heißt, wir sehen uns erneut nach einem neuen Stürmer um. Er wollte doch einfach zu viel. Er wollte 500.000 mehr, als er jetzt bei Dortmund verdient. Ja, bei Dortmund. Dann will er bei Köln nochmal mehr verdienen. Das ist natürlich schwer möglich. Nicht bei unserem begrenzten Transferbudget. Ja, Benjamin Laut ist bestimmt auch eine interessante Nummer für uns. Das hat schon mal bestimmt auch ganz gut. Peniel Mlappa auch interessant, jung, schnell. Ich glaube, ich werde da mal mit ihnen in Verbindung treten. Ob wir erstmal zum Probetraining aufnehmen. Dass wir hier mal nichts überstürzen. Camargo bestimmt auch noch als Stürmer. Könnte man auch noch nehmen. Könnten wir vielleicht noch einen zum Probetraining hier einladen. Gut, dann schauen wir uns gleich noch einmal nach einem Innenverteidiger um. Nachdem das ja mit Zidane nicht geklappt hat und jetzt Peniel Mlappa im Blickfeld ist. Schauen wir uns gleich nach einem Verteidiger um, nach einem weiteren Compare auf jeden Fall ins Blickfeld nehmen. Wen haben wir da jetzt schon so alles? Eine Transferliste nehmen. Genauso wie Uth. Schon ein bisschen eigenartig, dass sie nicht angenommen haben. So, jetzt geht's auch ab ins... Ui, neues Angebot liegt vor. Geht Mohamed Zidane jetzt im 1. FC Köln. Da seid ihr wohl nicht auf den neuesten Stand, lieber Kicker. Der hat bereits abgelehnt. Ja, ich will ihn unbedingt verpflichten. Das wissen wir bereits. So, jetzt steht erst einmal das Trainingslager in England an. Wo ich viel auf Taktik setze. Natürlich auch aufs Teamwork. Spielaufbau, Abwehr, kurze Pässe und den Konter würde ich gern trainieren. So, bei den Sponsoren, wie sieht es da aus? Ist da noch irgendwas? Nein, wohl nicht. Hier hat dann neu eingekauft. Die Infrastruktur, wie sieht denn die aus? So, ich muss hier mit, glaube ich, steuern, oder? Nein, ach so, hier mit, okay. Unser Stadion ausbauen. Okay, will ich das nicht ausbauen. Na gut, okay, dem widme ich da. Das schaue ich mir dann später an. Ich könnte mal ein Jugendcamp bauen. Das wäre auf jeden Fall recht interessant. Neue Jugendcamps. Und ich würde... Nicht gerade... Nee, in Deutschland würde ich keins bauen. Ich würde gern... Eins in Nigeria vielleicht. Boah, das wäre aber teuer. Oder? Das wäre teuer. Das ist mir zu teuer. Albanien. Was würde es denn in Brasilien kosten? Oh. Wer soll sich sowas leisten, ey? Wir könnten ja bei uns ins... Klar, wir bauen bei uns selbst ein Jugendcamp für 7 Millionen. Genau. Kanada. Warum sind die alle so teuer? Schade, das ist mir alle zu teuer.
So. Jetzt erst einmal Trainingslager in England, dann das Testspiel gegen Everton, das und vieles mehr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.